Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotah, v'tzivanu lehadlik ner shel Chanukah. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'asa nisim l'avoteinu bayamim ha'hem basman hazeh. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech ha'olam, shehiyanu vekimanu vehigiyanu lasman hazeh. Wir haben gerade das erste Licht gezündet heute Abend, das Erev Chanukka, das jüdische Lichterfest. Es erinnert an ein Wunder in Jerusalem vor mehr als 2000 Jahren. Nach einem Aufstand gegen nichtjüdischen Kultus im Tempel hatte man eine Kanne mit geweihtem Öl gefunden, die für die heilige Beleuchtung eines einzelnen Tages ausreichend gewesen wäre. Aber sie brachte auf wundersame Weise 8 Tage lang die Kerzen zum Brennen. Um dieses Wunder vor aller Augen zu halten, das ist Chanukka, das ist das Chanukka-Wunder. Bis am 8. Tag alle 8 Kerzen brennen. Das heißt, das Wunder wird von jedem Tag zu Tag größer, weil ja sozusagen nicht zu erwarten war, dass diese Menge, die für einen Tag brennen soll, 8 Tage lang brennt. Die Kerzen des Chanukka-Leuchters sollen nicht zu profanen Zwecken, also zum Beleuchten eines Raumes verwendet werden, sondern nur angeschaut werden, um ihre Symbolhaftigkeit zu erkennen. So wie die Ölmenge, die für einen Tag reichen sollte, 8 Tage lang gereicht hat und Licht in diese Welt gebracht hat, so sollen wir uns nicht mit Kassandra-Rufen aus der Ruhe bringen lassen. Vielleicht kommt uns, wenn wir vor den Kerzen sitzen, ein zündender Gedanke zur wundersamen Verbesserung unserer Lebensumwelt. Vielleicht kommt ja die Erleuchtung, wie auf wunderbare Weise das für Chanukka ausgegebene Prophetenwort Zacharias sich erfüllen könnte, nicht durch Heeresmacht und nicht durch Individuumsstärke, sondern durch meinen Geist, spricht der Ewige, der Herr der Herrscher. Und so hoffen wir auf ein Chanukka-Wunder, ein Chanukka-Wunder für alle, dass ein wirksames Mittel gegen die Corona-Epidemie gefunden und gerecht verteilt wird. Also, bleiben Sie gesund und von ihm behütet. Und für diese jahreszeitlich dunkle Zeit, die durch Kerzen und Lichter etwas aufgehellt wird, wünsche ich uns allen eine erleuchtende Zeit, erleuchtende Gedanken. Es möge auf wundersame Weise Licht für unsere Welt werden. Chanukka Sameach. Happy Chanukka.